Grüße euch, freut mich, dass du eingeschaltet hast zu einem weiteren Video, Freunde! Nach keine Ahnung wann ist es wieder soweit, ich weiß nämlich gar nicht mal, wann ich meinen letzten SBB gebracht habe, aber, ich verspreche euch eines, heute, hier und jetzt ist es wieder soweit, Squad Builder Battle und es geht um niemand geringeren als um Team of the Season, Munas Dabur, jetzt noch in der FC Red Bull Salzburg Version, der Boy ist ja zu FC Sevilla gewechselt, gönn ich ihm mega, für die, die es noch nicht wissen, ich bin ja der Content Creator für den FC Red Bull Salzburg, deswegen freue ich mich nochmal um ein Vielfaches mehr, diesen Squad Builder Battle aufnehmen zu können, den macht man natürlich nicht alleine, ich habe hier einen Wolf aus seinem Winterschlaf geholt und dieser Wolf heißt Shenya, hi! Hallo, na? Auch hallo, alleine wieder? Ja, ich bin allein. Was hast du an? Ich habe einen Konkurrenten von dir an, Bruder. Du bist ja so ein Hund, ne? Ein Wolf ist ja ein Hund. Aber Bruder, ich habe so einen Tiger. Was für ein Hund, Bruder? Er ist Wolf, kommt doch von Hund, ne? Wenn, dann kommt der Hund vom Wolf. Alter, ist egal. Ich habe auf jeden Fall eine Katze auf mein T-Shirt. Eine pitten. Katze, okay. Ja, auf jeden Fall, Leute, wenn ihr euch freut, dass Shenya Habibi wieder zurück auf meinem Kanal ist, hinterlässt gerne ein Däumchen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen, wie in den letzten Videos, dass wir wieder die 10.000 Likes knacken. Vielen, vielen Dank für euren Support. Kappa. Nein, ich würde mich sehr über, sagen wir, 777 Daumen nach oben freuen. Und ganz oben in der Videobeschreibung, erster Link, ich schwöre es euch. Drückt nicht drauf, aber ja, drückt eigentlich doch drauf. Das würde mich sehr, sehr freuen. Rudi, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Ich hab übelst Bock. Endlich. Also ich hoffe wirklich, dass ich den Stürmer und so weiter behalten darf. Dann bin ich glücklich mit der Formation. Ich hab die 4 Triple 2. Du wirst die Raute haben. Richtig. Und ja, ich würde mal meinen, du haltest rein als Gast. Okay, hab ich. Linker Stürmer und rechtes ZOM. Der wurde mir vor kurzem, ich glaube im letzten SBB sogar weggesniped. Ich war komplett überrascht. Jetzt probiere ich es noch einmal. Weil ich diese Karte immer noch nicht gespielt habe. Carnival Gabriel Jesus. Rechtes ZOM. Alter, irgendwie habe ich ein Geräusch gehört. Ich hoffe, dass ich ihn haben darf. Rechtes ZOM Prime Icon Euse. Es ist dein Nein, Ernst, Alter? Den. Hast du den? Nee, ich habe beide nicht. Ja, stark. Wie hast du denn? Ich habe aufgeschrieben diesen Sahavi oder so. Okay. Ja, und noch irgendeinen aus... Irgendeinen Teamkollegen. Keine Ahnung, wie man den schreibt. Prefliak wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Richtiger Ehrenbruder. Er folgt mir auf Instagram. Yeah. Ich halte rein. Wie fangen wir an? Achso, du machst bei mir Stürmer und ZOM, ne? Ja, genau so. Stürmer und ZOM. Okay, richtig. Perfekt. Also, ich habe komplett andere Liga gewechselt. Komplett andere Liga. Und okay. Zwar, ich wollte den mal gerne testen. Das ist einmal Rebic. 88er Team of the Tournament. Weiß das nicht. UEFA-Karte. Schieß mich tot. Und dann habe ich auch eine Ikona. Und zwar, es ist Ballack. Ballack. ZOM. Ah. Im ZOM. Stark. Ich hab, bin bei der Liga geblieben. Tadic und Wolf. Tadic und Wolf, okay. Kennst du ja alle. Leute, das würde mich sehr, sehr interessieren. Sprich an meine deutschen Zuschauer. Wer von euch kennt eine Mannschaft, jetzt mal außerhalb von FC Red Bull Salzburg, beziehungsweise von euch Deutschen, also Deutschland oder Schweiz, meine Zuschauer eben aus Deutschland oder Schweiz, sympathisiert ihr mit einem Verein aus Österreich und gibt es einen Spieler aus der österreichischen Liga, wo er sagt, den feiere ich richtig? Schreibt mir das echt in die Kommentare, es interessiert mich, aber nur an die Leute aus der Schweiz und aus Deutschland oder einfach außerhalb von Österreich, interessiert mich mega. Ballert mal voll die Kommentare und ich würde mal sagen, wir machen das Mittelfeld. Okay. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen verunsichern mit, ja, oh, der Spieler hat so viele Tore geschossen und bla 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 hin und her. Mhm. Achso, soll ich reinhalten? Ja. Achso, okay. Halte mal rein. Bin mir so unsicher, aber auch diese Version habe ich einfach noch nie gespielt. Möchte den aber spielen. Leroy Sané, Foot Birthday, glaube ich. Und ja, ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach trotzdem. Ich habe zum Glück bei der Stürmer Fernandinho. Ja. Und Radzakowski. Den Namen kann ich nicht mal aussprechen. Ja? Okay. Aber das ist der Spieler von Red Bull Salzburg. Den dürften sogar einige kennen. Ich glaube sogar, dass der bei St. Pauli gespielt hat. Weiß ich nicht mehr.
Klar, Mann, ich hatte bei... Ey, ich dachte, naja, Kun, komm, du machst wieder einen Move, nimmst wieder Kanté. Habe ich Kanté aufgeschrieben, dann Bernardo Silva und Zlatko Junuzovic. Nein, den Ehrenbruder kann ich nicht aufschreiben, weil, ja, du weißt, ich verstehe mich mit ihm gut. Ja. Und deswegen konnte ich den nicht aufschreiben. Ja, ich kann einfach alle behalten. Oh, das wird eine Penetration. Oh mein Gott, ich halte rein. Wir haben links ganz normale Karte. Das ist meine erste Goldkarte, normale Karte. Ich weiß nicht, ich habe einfach irgendwas gebaut. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen verunsichern. Ist einmal Sebastian Rode. Oh, krass, ja. Ja, dann Goretzka, OTW. Rechts habe ich diesen Prevljavljacic. Ah, Prevljak. Ja, genau. Oh mein Gott, er hat ihn echt genommen. Du hast mich mit Ballack verwirrt. Ja, Gott sei Dank. Ich habe auch Radzikowski, oder wie er heißt, aufgeschrieben. Dann auch Ehrenbruder Sladi. Ja. Und nochmal Hannes Wolf. Ey, stabil. So, Außenverteidiger, ich halte rein. Okay, fangen wir mal an. No homo. No homo, okay. Fangen wir mal an. Ich habe mich ja links komplett abgesichert. Komplett. Ja, aber ich nehme da trotzdem eine Totzkarte aus Deutschland und die nennt sich Schulz. Und rechts nehme ich einen, der war richtig gut, da habe ich mal gehört, so damals. Nennt sich Farkas. Und das nenne ich Torwart. Nein. Ich habe Farkas aufgeschrieben. Ich habe tendiert mit Leiner und Farkas. Ja, okay. Gut. Farkas. Dann fliegt er und raus. Und du hast dich abgesäft, hast du gesagt, ne? Ja, Schulz hast du aufgeschrieben. Ich habe Halstenberg aufgeschrieben. Oh Gott sei Dank. Ach. Wenn du mir den wegholst, ich weiß ja, warte, ich sag dir mal von vornherein, wie viele Spiele er bei mir hat. Ich spiele den in meinem Main Team 1032. Oh, aber hey, ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen. So, haltest du rein? Ja. Linksverteidiger werden, damit ich auch eine Verwendung für ihn finde, Alonso, Euroleague-Karte. Okay. Warum bewegst du dich so viel? Was? Ich hab nichts, mein Ohrstöpsel ist gerade runtergefallen. Ich muss Rechtsverteidiger, Team of the Season von der dritten deutschen Liga, SV Wehen. Kuhn? Ja, der hat geile Werte, den musst du dir mal anschauen. Warte mal, das ist eine Verarsche. Der hat geile Werte. K-U-H-N. K-U-H-N, ja? Ja, genau. Ach du Scheiße, wie kommst du denn auf den, ey? Okay. Keine Ahnung. Okay, ja, aber Alonso, tut mir leid, Bruder. Was? Das ist zu obvious, Junge. Was? Ja. Hat Alonso? Ja, und da hab ich... Wie kannst du Alonso nehmen? Ja, es ist so. Ja, Markus, der hat mich, der sagt so, Genia Bratan, nimm mich. Ich will Warum nicht. Warum hast du nicht Heisenberg aufgeschrieben? Nein, er nimmt Alonso. Ja, Alonso, ja, ich finde, der Torwart macht auf der rechten Seite einen sehr guten Eindruck. Ah, nö. Fuck. So, meine Freunde. Ei, ich hab so einen Schiss. Ich hab so einen Schiss. Ich halt mal rein. Und ich hoffe, ich hab wenigstens einen getroffen. Ich hoffe es. Ich hab auch abnormal Schiss, weil, ja, Alonso hat dich eigentlich dorthin geführt. Also, wenn du echt klug nachdenkst, gibt es nur einen Spieler. Ramos. Das ist eine Goldkarte. Azpilicueta. Der Torhüter. Da mache ich mir mit am meisten Sorgen. Aber du hast zum Glück schon diese große Dingsbums da, den Joker. Team of the Season Trap. Und ich weiß jetzt nicht, welche Version ich den. Achso, da gibt es eh nur zwei Versionen. Kurz, ja, ich nehme diese Version von Mats Hummels, 90er. Oh, ich dachte mir, Mensch, ich habe an Aspi gedacht, aber dachte ich mir, nee, das ist zu obvious. Ich habe dann links Sancho Champions League hingestellt, ins Tor habe ich Lloris gestellt und dann Rüdiger. Oh mein Gott, Rüdiger hatte ich so lange in meinem Team. Ich habe nämlich den Karneval auch noch. Ja, das wusste ich doch. Ich habe einen Lieblingsverteidiger von dir aufgeschrieben. Einen Lieblingsverteidiger von mir? Ja. Oh nee. Ich weiß schon, wer es ist. So, ich fange mal an. Links. Du hast Hummels, ich habe ihn auch. Okay. Lieblingsverteidiger. Sag mal, wen hast du aufgeschrieben? Sag du an. Okay, bei mir fängt er mit W an. Was? Ja. Wie heißt er weiter? Witzel. Du hast dich spontan umentschieden. Ich schwöre nicht, nein. Oh mein Gott. Und ins Tor kommt Birki. Ich war mir so sicher, du nimmst entweder Stark, entweder Vogt. Einer von den beiden, habe ich mir gedacht. Hast und du gar Fährmann.
Oh Gott. Ja, Mann, ich hab echt gar keine. Leck mich am Arsch. Du hast eine Bronzespiele, richtig? Ja. Ab ins Getümmel. Ist dein Boateng auf einmal. Warum, Bruder? Ja, ach so, ja, Boateng. Ja, weil Hummels leider keine Coins mehr gehabt und habe ich mal mit Pato Rücksprache gehalten. Pato Ehrenmann hat gesagt, okay, komm, ich wollte Bronze reinstellen. Er meinte, nein, stell Gold rein. Ich habe Boateng reingestellt. Pato, danke dafür. Kein Problem. Alles kein Problem. Normalerweise gibt es ja diese Regel mit Bronze, Torhüter und bla bla bla. Wir verzichten darauf. Ich möchte jetzt echt Vollgas Fußball spielen. Wenn ich das schon sehe, ey, kriege ich schon Kotz. Boateng stark. Guck mal, wie dämlich kann man denn sein? Das ist Witzel ist sehr unbeweglich, das ist halt seine Schwäche. Wow. Birki, Junge. Munas! Yes! Oi. 7-8-0 wird safe sein, Alter. 2-0. Guck mal, meine Verteidigung hier. Boateng. Kranker Abschluss. Nein. Komm. Ja. Das ist so lächerlich, Mann. Diese Spieler sind wie Elefanten, Alter. Uff. Mann. Der lässt sich ja stark, der lässt sich ja mega gut spielen. Schon, ne? Für den Stürmer richtig hohe Beweglichkeit, Alter. 99 Sprungkraft, 99 Präzision, mega geil. Er hat sogar richtig geile Langpasswerte. Alter, Gott. Scheiße, die ist so kontaktfällig. Aber du bist gerade richtig stark unterwegs, muss ich schon. Oh ja, vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Nie wieder. Nie wieder. Was? Wir vergessen das Ganze. Ja. Stark. Also das ist richtig geil. Ich schwör's, ich behalte dich, glaube ich. Geile Karte. Schon, ne? Also für einen Silberspieler macht er echt gute Arbeit. Boah. Ja, schon. Mann, dafür was? Bist du da. Dafür bist du da, Junge. Niemals. Abseits. Nein, dein Spieler war unverletzt. Ey, so ein... Munas! Wer war verletzt? Doppelpack! Und ganz oben der Außenverteidiger. Lag einfach... So ein... Ballack! Ballack, du musst dich selber retten. Ballack. Nein, ich verteidige wieder schlecht. Aber sowas von... Munas, Alter! Das ist der Ruhe wert. Boah. Ey, Elva. Scheiße. Ja, Mann. Dabur, Junge, der rettet mich noch, wa? Das hab ich geahnt. Nein. Wirklich, das kann nicht wahr sein, Alter. Oder stark. Rebic. Oh. Also, ich kann nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis. Tut mir leid. Und. Oh. Mann! Nee. Das ist doch ein Ace. Ja, so Abseits. Ja! Abseits! Boah, ja. GG, Alter. Alter, das war ein gutes Spiel. Wow. Oh Gott, ich hab Schiss, Mann. Ja, mach. Ey, wetten, mit einem Pick fickst du mich auseinander. Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Ich nehme ZOM. Danke. Ich sag, der steht links Innenverteidiger. Nein, rechter Innenverteidiger. Was? Ach, wer ist geworden? Rode oder so jemand? Nee, es geht. Komm. Der kostet 23.000. Das ist der Ersatz für Hummels. Das ist Boateng. Ah, okay. Ja, 20.000 miese. Aber ich muss ehrlich sagen, Dabur, mein lieber Scholli, das ist eine. Schon geil, ne? Ist der Gerät. Also ich glaube, Jungs, holt euch den. Ich werde ihn auch in der Weekend League jetzt ballern.
Mal gucken. Wie gesagt, das Einzige ist halt sein Ruhewert, aber ansonsten ist seine Karte wirklich krass. Guckt euch mal die Stats an. Balance 89 als Stürmer, Leute. 99 Sprungkraft bei 1,81, Kopfball 99, Ausdauerstärke, was willst du mehr? Nur Aggressivität und Ruhe. Ja. Das ist das einzig Blöde. Aber ansonsten richtig geile Werte, auch die Passwerte. Ultra krank. Richtig geil. Und ja, wirklich schön, ja, Respekt, also dass du da nochmal so krass zurückgekommen bist und du hättest sogar noch auslachen können. Ja. Leute, gebt doch sehr, sehr gerne alle einen Daumen nach oben. Erster Link in der Videobeschreibung, kommt ihr zum Link zum Video von Xenia. Würde mich sehr, sehr freuen, schaut doch gerne vorbei. Danke nach oben dort hinterlassen, ein Abo hinterlassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Xenia, du hast das letzte Wort. Ja, ciao. Pato, war wieder richtig geil, die Aufnahme. Es hat so lange gedauert wieder zwischen uns. Aber wir haben es geschafft und ich finde, wir haben ein Meisterwerk gekürt, mal wieder, wir beide. Und Jungs, von mir eskaliert hier ein bisschen bei Pato. Ja, Däumchen nach oben, Glocke muss aktiviert sein und es muss natürlich abonniert sein. Ja, Gameplay-mäßig war es eigentlich die beiden Spiele. Ich will nicht so viel verraten. Okay, Leute, ciao! Ciao! Arschloch. Bye, bye, ciao!